Oh, herzlich willkommen im Agada Club zum nächsten Teil zu Logoist 4, einem wirklich fantastischen Programm, mit dem ihr sehr schnell Plakate, kleine Flyer, Visitenkarten sogar herstellen könnt. Und genau um diese Visitenkarten geht es heute. Aber bevor wir damit jetzt sofort starten, ein kurzer Hinweis. Logoist 4 dient quasi dazu, wirklich schnell ein paar Grafiken auf dem Bildschirm zu platzieren. Es ersetzt aber nicht Programme wie Affinity Publisher oder Affinity Design oder Photo, mit dem man wirklich ein paar mehr Eingriffe in Fotos vornehmen kann. Aber wer mal ganz schnell was kreieren will, der ist damit sehr gut aufgehoben. Dennoch gibt es ein paar Dinge zu beachten und die schauen wir uns heute gerade beim Visitenkartendesign mal an. Und dazu würde ich sagen, starten wir hier mal. So, ich bin hier in Logoist 4 und habe die Visitenkartenvorlagen hier oben angewählt. Und ihr seht, es gibt einige vorgefertigte Visitenkarten hier. Und das Besondere an diesem Programm ist, es gibt auch einen Visitenkartenmodus. Sobald ich nämlich hier eine Visitenkarte anklicke, dann kommt dieses Fenster und ihr seht, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, solche komischen Pünktchen anzuklicken. Und wenn ich das mache, dann kann ich hier zum Beispiel an dem Objekt die Farbe verändern. Kann hier zum Beispiel so einen Blauton hinzufügen aus dem Farbrad. Oder ich klicke hier drauf und kann die Farbe des Logos mit verändern. Also diese Möglichkeiten habe ich, bevor ich gleich diese Visitenkarte noch weiter bearbeite. Es geht sogar weiter. Ihr könnt hier auf diese Textfelder klicken und hier zum Beispiel eure Firmenbezeichnung reinschreiben. Ruckzuck wird das hier direkt live auf dem Bildschirm geändert. Auch das Foto können wir ersetzen. Das klicken wir einfach an und dann sagen wir Bild auswählen. So, und dann nehme ich hier mein eigenes Bild mal, das ich gemacht habe. Und da sehen wir schon ein Problem, zu dem wir später kommen. Das wird hier so ein bisschen verzerrt dargestellt und mit einem komischen Filter. Aber erstmal haben wir das Foto hier über die Vorlagenmanager eingesetzt. Das soll uns auch erstmal reichen. Ich gehe jetzt hier nicht drauf ein auf diese Punkte, aber hier könnt ihr natürlich Telefonnummern reintippen und die Felder entsprechend auch verändern. Alles das ist möglich, auch mehrzeiligen Text. Also hier könntet ihr die E-Mail noch reinschreiben, info@arcada.club.de. Aber ich fülle jetzt nicht alle Fenster aus, das wird ein bisschen zu viel werden. Aber wir sehen schon verschiedene Problematiken. Zum einen hier ist der Umbruch falsch, das Bild ist verzerrt worden. Hier die Farbe hat er nicht übernommen. Das machen wir aber jetzt ganz schnell. Wir klicken hier drauf auf diese Farbe und damit wir den gleichen Farbton hier bekommen, klicken wir auf die Pipette und messen den Farbwert hier heraus. Damit haben wir ihn hier übertragen. Das gleiche machen wir für das Logo. Auch hier klicken wir auf die Pipette und gehen auf diesen Farbton und schon haben wir den auch hier angewählt. Und natürlich muss man auch hier nochmal aufpassen, auch hier muss dann wieder Arcada Club stehen. Also das übernimmt er da nicht so automatisch. Aber ihr habt Zeit genug, euch alles hier vorzubereiten und dann anschließend klicken wir auf Fertig, Dokument erstellen. So, und jetzt wird dieses Dokument erstellt und ich gehe mal in die Vollbildansicht und nun kommt etwas Besonderes bei Logoist zum Vorschein. Ihr habt nämlich zwei Arbeitsflächen hier und die eine heißt Front und die eine heißt Back. Also, die sehen wir auch hier in den Gruppen. Das ist die Frontgruppe. Diese Arbeitsfläche und das ist die Back, das ist diese Arbeitsfläche und die kann man hier aufklappen und darin sind diese einzelnen Objekte dann aufgeführt in Ebenen. Man kann also mit Logoist auf mehreren Arbeitsflächen arbeiten, was sehr, sehr schön ist, weil damit hat man natürlich hier zum Beispiel die Vorder- und Rückseite direkt auf einem Blick, aber trotzdem können wir mit dem Zoom hier auf den Arbeitsbereich gehen, in dem wir dann erstmal die Veränderung stattfinden lassen wollen. Und jetzt gucken wir uns das Problem an, was hier mit dem Foto passiert ist. Dazu müssen wir die Ebene finden und das ist diese hier, diese Picture Group. Man hat das hier eben auch so gut benannt, dass wir es auch sofort finden. Und da sehen wir zum einen, haben wir hier so eine Ellipse drauf, die können wir mal abschalten. Und dann sehen wir, aha, okay, mit diesem Trick haben sie diesen Kreisbogen da reingesetzt. Das ist also quasi so eine Art Maske, die da draufgelegt ist. Und hier ist das eigentliche Bild. Und wenn wir da draufklicken, dann sehen wir, sind hier einige Farbeinstellungen gemacht worden. Und wir klicken auf das Auge, um diesen Effekt abzuschalten. Und dann sehen wir, aha, hier ist dieser Effekt, warum ich plötzlich so krank und bleich aussehe. Ja, das ist eben hier die Helligkeit und die Sättigung, die hier eingestellt worden ist. Und die können wir natürlich im Nachhinein verändern. Oder wenn wir den Effekt gar nicht haben wollen, dann klicken wir hier auf das Kreuz und weg ist er. So, und dann meine ich in meinem Bild, ich kenne das Bild, rechts gestanden zu haben. Und wenn wir hier mal auf die Rotation schauen, dann sehen wir tatsächlich, hier sind minus 180 Grad eingegeben worden. Ich gebe hier mal 0 ein und dann stehe ich zwar auf der richtigen Seite, aber offenbar ist hier noch etwas mit dieser Bildebene passiert. Die ist nämlich vertikal gespiegelt worden.
Und das kann man machen, das finden wir aber nicht hier, sondern wenn wir die rechte Maustaste auf dieser Bildebene klicken, dann sehen wir, hier gibt es die Funktion horizontal spiegeln und vertikal spiegeln. Und ich klicke nochmal auf vertikal spiegeln und so sehe ich tatsächlich auf dem Foto aus. Aber hier ist noch was passiert. So schlank bin ich dann auch nicht. Mein Gesicht wurde gestaucht, das Bild wurde also irgendwie gestaucht. Und das sehen wir hier. Der Skalierungsmodus ist nämlich gestreckt angewählt. Und hier klicken wir mal auf angepasst. Und nun ist er tatsächlich so, wie er im Original war. Aber das Programm hat ihn gestreckt, weil hier oben Ränder entstanden sind. Das haben sie dann automatisch gemacht. Dadurch habe ich aber so ein schmales Gesicht bekommen. So, und wir können das jetzt verändern, indem wir hier auf das Bild eben klicken. Wir haben die Ebene des Bildes angewählt und ziehen einfach den Textrahmen was größer. Dann passt mein Gesicht nämlich immer noch gut rein. Und hier oben kriegen wir diesen Rand dann auch weg. Also, das haben wir schon mal hinbekommen. Und falls ihr im Nachhinein noch Farben ändern wollt, geht das natürlich immer noch. Wenn wir hier auf den Hintergrund zum Beispiel klicken, dann können wir die Farbe dieses Hintergrunds natürlich jederzeit noch entsprechend verändern und hier entsprechend auch so einfügen. Denkt nur dran, ihr habt da auch so ein Hintergrundobjekt. Da müsst ihr die gleiche Farbveränderung auf der zweiten Ebene durchführen. Aber das ist ja ein Klacks. Da geht ihr hier einfach auf diese Arbeitsfläche, klickt hier unten diesen Hintergrund an und wählt auch hier die Farbe. So, und wie kommen wir jetzt an den Rotton, den wir eben hatten? Indem wir auf die Pipette klicken und hier in der Vorschau sehen wir ihn noch. Da können wir einfach draufklicken und dann haben wir den übernommen. Also, das geht ruckzuck und das können wir dann auch ganz schnell verändern. Also, Farben und so kann man alle komplett verändern. So, und jetzt wollen wir das irgendwann drucken lassen und zwar nicht auf eigenen Druckern, sondern in einer Druckerei. Und da gibt es verschiedene Anbieter. Ich drucke mit meiner Firma bei deinem Anbieter Wir machen Druck. Es gibt aber etliche andere und wir gehen mal auf die Homepage von Wir machen Druck. So, da bin ich hier und wir haben hier ein Visitenkartenformat und zwar muss man aufpassen, dass man hier die zwei Seiten auch nimmt und 4/4 farbig das Ganze wählt. Das bedeutet nämlich, die Vorderseite hat 4 Farben und die Rückseite hat 4 Farben und das Querformat ist richtig. Und dann kann ich hier auf Preise und Bestellungen klicken. Und bei den meisten Anbietern bekommt man dann eine Druckvorlage. Hier unter diesem Menü ist die zu finden. Und dort gibt es eine sogenannte PDF-Datei, die zur freien Verfügung steht. Und die schauen wir uns mal an. So, die habe ich hier runtergeladen, die wird dann angezeigt. Und ihr seht, das Endformat meiner Visitenkarte ist 85 x 55 mm. Das merken wir uns mal. Aber hier wird darauf hingewiesen, bitte liefert die Daten in einem Format von 91 x 61 mm an. Also 3 mm Beschnitt dazu rechnen. Was bedeutet das? So, und wir verkleinern mal die Ansicht hier, damit wir ein bisschen mehr sehen. Und wir sehen hier verschiedene Linien. Zum Beispiel das Endformat, das ist hier die gestrichelte Linie. Also das wird später das Endformat unserer Visitenkarte sein. Und in diesem schraffierten Bereich, da kann es passieren, dass da vielleicht noch so ein bisschen drin rumgeschnitten wird. Manchmal schneiden diese Druckmaschinen nicht so astrein. Und damit da nichts passiert, sollte man in diesen Bereichen hier, auch zwischen diesem Sicherheitsabstand, der hier eingetragen ist, möglichst keinen Text machen. Weil es passieren kann, dass plötzlich, wenn hier ein Text sehr knapp auf die Linie layoutet ist, zum Beispiel das A von Arcada Club, dass das zur Hälfte abgeschnitten wird nachher. Weil das eben hier so ein kritischer Bereich ist, in dem solche Layouts nicht stattfinden sollten. Da kann aber zum Beispiel eine Hintergrundfarbe liegen, denn da ist es ja egal, ob die ein Stück verliert oder nicht. Das ist einfach eine platte Farbe der Visitenkarte. Das heißt also, wir müssen unsere Visitenkarte in einem etwas anderen Format anlegen und wir schauen mal, ob Logoist dieses Format überhaupt berücksichtigt. So, und bevor wir das machen, gucken wir nochmal, dass wir hier in der richtigen Ebene sind. Ich bin hier nämlich auf der Rückseite eigentlich und ich will die Front jetzt bearbeiten. Deswegen klicke ich hier mal auf Front und jetzt klicken wir auf diese Fläche hier, Arbeitsfläche bearbeiten. Und dort schauen wir mal, was dort eingestellt werden kann. Zunächst einmal, wir sehen hier Pixel als Maßeinheit, aber wir haben ja bei der Druckerei gesehen, die arbeiten mit Millimetern. Das ist also das Erste, was wir machen. Wir stellen das hier auf Millimeter um. Und nun sehen wir, die Breite sind 85 x 55 mm. Das ist die Visitenkartengröße. Wir gehen nochmal ganz schnell zurück auf die Vorlage. Und da sehen wir, dass das das Endformat unserer Visitenkarte sein wird. Die Druckerei möchte aber, dass wir das Datenformat erstmal in 91 x 61 mm anliefern. Und das haben wir tatsächlich nicht eingestellt. Und jetzt gehen wir nochmal ganz schnell zurück auf die Logoist-Visitenkarte und stellen das da ein. 91 x 61 mm. So, dann sehen wir, was passiert, wenn wir das einstellen. So, und wir klicken mal auf OK und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Und das ist ein bisschen unschön geworden. Wenn wir hier mal rüber gehen, dann sehen wir, dass wir genau in diesem Sicherheitsbereich jetzt keine Grafik mehr stehen haben. Und wenn wir Pech haben und die Druckerei schneidet die Visitenkarte genau in diesem Bereich, dann haben wir diesen Rand, der hier so unschön aussieht, später auch auf der Visitenkarte. Das heißt also, wir müssen hier einige Veränderungen vornehmen. Auch diese Ellipse war vorher hier nicht zu sehen in diesem Bereich. Da müssen wir also jetzt ein paar Anpassungen machen. Das ist ein bisschen Arbeit. Da klicken wir hier zum Beispiel auf das
Foto. Das ist noch relativ einfach. Das können wir hier einfach ein bisschen größer ziehen. Bei der Ellipse geht es schon los. Da gucken wir uns mal hier das Objekt an. Das ist nämlich hier diese Ebene, die aus zwei Ellipsen besteht. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen dran rumbasteln. Dazu gehen wir hier mal hoch und ziehen die Ellipse jetzt einfach hier ein bisschen größer. Ja, da müssen wir ein bisschen schauen, dass das so funktioniert, wie wir das wollen. Hier dieser kleine blaue Schnipsel scheint die andere Ellipse zu sein. Aber das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Und hier unten können wir auch noch ein bisschen ziehen und das wegbekommen. So, und dann nehmen wir die zweite Ellipse. Am besten wählen wir die über die Ebene an und wählen auch hier den Radius ein bisschen anders, sodass wir das einigermaßen optisch wieder so hinbekommen, ja, wie es eigentlich geplant war von dieser Vorlage. Hier unten hängt noch so ein Schnipselchen von der, den ziehen wir hier noch weg. Hier entsteht gerade so ein Rand. Also da muss man schon jetzt aufpassen, dass man das genau platziert, damit das hier wirklich nachher auch wirklich wieder diese Visitenkarte wird, die wir kannten. Ja, das ist wirklich Arbeit bei manchen Vorlagen. Aber die muss man leider machen, sonst klappt es nicht. Und hier in dem Fall ist es tatsächlich richtig frickelig. Ja, da seht ihr selber schon, da bastel ich hier ganz schön rum. Ich drehe mal die Achse, aber irgendwann hat man es geschafft. Und dann schauen wir uns nochmal an, dass die anderen Bereiche eben hier auch keine Überlappung von Grafiken haben. Aber man merkt eben, in diesem Bereich ist es wirklich schwierig. Aber jetzt ist es egal, wo die Druckerei nachher die Visitenkarte schneidet. Irgendwas kann davon wegfallen, trotzdem sieht die nachher gut aus. Leider hat Logoist das nicht für die Arbeitsfläche übernommen. Das heißt also auch hier bei der Rückseite müssen wir das Gleiche nochmal machen. Arbeitsfläche anklicken, Arbeitsfläche bearbeiten. Die Millimeter sind zwar hier schon eingestellt, aber die Größe stimmt nicht. 91 x 61, und auch hier klicken wir auf OK. Und auch hier müssen wir jetzt noch so ein paar Anpassungen machen. Auch diese Ellipsen hier wieder verändern, dass das hier wieder optisch ein bisschen besser aussieht. So, ein kleiner Tipp, da das hier die gleichen sind, die wir ja schon hatten, können wir auch Folgendes machen. Wir löschen diese Ebene hier einfach, rechte Maustaste, und sagen löschen. Ja, weg ist sie. Und wir holen uns die von oben, von dieser Arbeitsfläche mit Command C. Und anschließend gehen wir hier so ungefähr auf diese Ebene, wo sie war, drücken Command V und nun haben wir sie hier eingefügt. Passt noch nicht so ganz gut, weil hier unten ist noch so dieser Rand von dieser roten Hintergrundgrafik zu sehen. Da müssen wir mal gucken, was hier der Grund für ist. Vielleicht ist es auch nur der Zoom, der es falsch darstellt. Nein, hier ist es tatsächlich die Krümmung. Da müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten. Das kann aber auch hier diese Ellipse sein. Gucken wir mal, ob es die ist. Also man muss sich da so ein bisschen die Ebenen mal anschauen. Welches Objekt ist dafür zuständig, dass das hier gerade so schlecht überlappt? Ja, und das ist ja nicht ganz ohne. Aber irgendwann kriegt man es hin und ein bisschen Arbeitserleichterung war das mit dem Copy und Pasten halt auch. So, und jetzt gehen wir mal hier auf einen kleineren Zoom und gucken uns mal beide Karten an. Und die sehen ganz gut aus. Wir haben den Visitenkarten-Sicherheitsbereich eingehalten. Und jetzt können wir es eigentlich zur Druckerei schicken. Und dazu müssen wir es noch exportieren. Das machen wir hier oben, indem wir auf den Pfeil klicken. Und dann sagen wir, das wollen wir als PDF-Datei exportieren. Da klicken wir mal drauf. So, und dann kommt hier dieser Dialog. Und auch da muss man ein bisschen aufpassen, ein paar Sachen beachten, die man einstellen will. Zunächst einmal kann man hier die Arbeitsflächen anwählen, die man exportieren will. Und hier sind beide ausgewählt. Das ist schon mal gut. Ihr könnt hier eine anklicken. Dann ist eben auch nur die exportiert oder die hier. Man kann die quasi so ein- und abschalten. Seht ihr das? Und wir wollen beide exportieren. Es sollen ja Vorder- und Rückseite in der PDF sein. Also bei beiden sollte diese Umrandung sein. Wir sagen auswählen. Und nun ist es ganz wichtig, dass die Grafik in ein entsprechendes Format umberechnet wird. Und im Moment arbeiten wir hier bei den Bildern mit einer DPI-Zahl von 72. Das ist ungefähr das, was so ein Bildschirm darstellen kann. Das ist nicht ganz richtig. Die iMacs mit Retina-Display können auch höhere DPI-Zahlen darstellen. Aber die Grafik würde auf das Format runtergerechnet werden. Und Druckereien können wesentlich dichter die Punkte setzen beim Drucken. Das ist nämlich eine Anzahl, wie dicht werden die Punkte gesetzt pro Inch, und das sind eben hier nur 72 Punkte pro Inch, und wir können einstellen, Inch ist eben diese englische Maßeinheit, wir können aber hier sagen, dass es mal mindestens 300 dpi sein sollen, und ihr habt schon gemerkt, am Bild hat sich hier was verändert, das hat er nämlich neu berechnet. Das Bild ist meistens in einer sehr hohen Auflösung dort integriert und deswegen wollen wir es auch in dieser maximalen Auflösung drucken. Und manche Druckereien können auch 600 dpi, aber meine Erfahrung ist, dass man mit 300 dpi gerade bei den Visitenkarten sehr gut hinkommt. So, und das war's im Grunde genommen. Jetzt können wir das Ganze exportieren. Dazu klicken wir hier auf Exportieren und wählen noch einen Dateinamen an, Visitenkarte. Ups, so.
und lassen das Ganze exportieren. Das dauert einen kleinen Moment und anschließend sagt der, soll ich dir das im Finder anzeigen oder willst du einfach nur weiterarbeiten? Ich sage im Finder anzeigen. So, die schauen wir uns mal an. Doppelklick hier drauf und dann wird die Vorschau geöffnet. Und in der Vorschau sehen wir jetzt die erste Seite der Visitenkarte. Wir checken nochmal, ob alles auch stimmt, ob die Ränder hier auch alle wunderbar sind. Dann gehen wir auf die zweite Seite und prüfen auch, ob hier alles in Ordnung ist. Sieht ganz gut aus, aber eine Sache haben wir vergessen. Guckt mal die E-Mail-Adresse. Die ist hier falsch umgebrochen. Das wäre also jetzt genauso fehlerhaft in der Druckerei gelandet. Deswegen müssen wir da nochmal zu LogEst zurück. So, dann müssen wir hier mal schauen, was passiert, wenn wir das Textfeld ein bisschen größer ziehen. Ja, dann haben wir den Umbruch zwar hinbekommen, aber irgendwie passt das auch nicht. Also da müssten wir jetzt nochmal gucken, ob wir die Schrift kleiner machen. Das können wir machen, indem wir hier statt einer 9-Punkt-Schrift eine 8-Punkt-Schrift nehmen. Das ist schon dann sehr, sehr klein im Druck. Und deswegen ist die Überlegung, ob wir einfach vielleicht das Wort E-Mail da weglassen. Man weiß einfach, wenn das Ad-Zeichen drin ist, das wird schon eine E-Mail sein. Also diese Anpassung, die müsst ihr individuell nochmal vornehmen. Vielleicht, wenn ihr das auch nicht verändert bekommt, müsstet ihr hingehen und die Ellipsen was zur Seite schieben. Also da muss man tatsächlich dann noch so ein paar Anpassungen machen. Aber das Grobe hat LogEst uns quasi geliefert, um eben eine tolle Visitenkarte zu machen. Und dann kann man das Ganze wieder exportieren. Und mein Tipp ist immer, schaut euch vor dem Export wirklich immer an, wie die Datei aussieht, bevor ihr der Druckerei diese Datei schickt. Guckt nochmal hier auch in der Vorlage, ob alle Grafiken hier wirklich an den Rand gezogen sind, ob keine weißen Lücken hier in dem Sicherheitsbereich entstehen und dann kann man das eigentlich abgeben. Okay, das soll es gewesen sein, da braucht man ein bisschen Erfahrung und manchmal geht auch eine Visitenkarte im Druck noch daneben. Okay, also damit muss man schon mal leben, aber damit sammelt man ein bisschen Erfahrung. Aber viele Fehler kann man tatsächlich im Vorfeld vermeiden, wenn man so vorgeht. Okay, das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich auf ein Gefällt mir. Anschließend könnt ihr auf Abonnieren klicken im YouTube-Kanal und die Glocke anklicken, dann werdet ihr informiert, sobald ich ein neues Video veröffentliche. Und die gesamte Serie gibt es als Download-Version, werbefrei, in der richtigen Reihenfolge, alle Teile vorhanden auf unserer Homepage www.arcada-club.de. Dort könnt ihr sie herunterladen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Club und bleibt gesund und munter.